Gut. Ja, ganz, ganz herzlich willkommen zu unseren heutigen Power BI Days. Ganz kurz einmal zur Firma PM1, beziehungsweise zu der Firma, für die ich arbeite. Wer sind wir? Was machen wir? Ja, wir sind eine Consulting-Firma im BI-IT und Corporate Performance Management Bereich. Wir haben ein paar Standorte im Dachbereich. Also wir sind in Wien, Leibniz, Zürich, Paderborn, Hamburg, Köln, Stuttgart, München vorhanden. Haben mittlerweile über 160 Mitarbeiter, sind 2007 gegründet worden. Wir sind Microsoft Partner. Das ist auch eines der Gründe, warum wir heute auch zu Ihnen sprechen und mit dem Thema der Power Plattform. Ja, was machen wir für Projekte ganz grundsätzlich? Also wir sind im Data Management, BI, Data Science und Strategic Consulting vertreten. Mit meiner Person bin ich im BI-Bereich hauptsächlich tätig, wo es darum geht, eben Business Intelligence in Projekten umzusetzen, Reporting, Self-Service, BI etc. Stichwort Power Plattform, das ist auch der Grund, warum ich heute zu Ihnen sprechen darf. Ja, zu meiner Person, wer bin ich? Mein Name ist Christoph Schenter, ich bin seit 2 Jahren bei der Firma PM1, bin dort Senior Consultant und ja, betreibe eigentlich alles rund um die Power Plattform. Also ich habe mich da schon sehr viel mit Power BI auseinandergesetzt, aber auch Power Apps und Power Automate. Neu dazugekommen zu dieser Power Plattform ist jetzt noch der Power Virtual Agent. Ja, und ansonsten beschäftige ich mich noch sehr viel mit dem Thema Microsoft Azure, also mit der ganzen Cloud-Migration. Also wir beraten auch sehr viele Unternehmen hinsichtlich einer Migration in die Cloud, wenn man sich überlegt, ja, wir wollen jetzt unsere ganzen Rechenzentren, unsere Server, die wir on-prem haben, nicht mehr also on-prem stehen, aber nicht mehr im Konzern, sondern wir wollen das extern gewartet haben von der Microsoft, dann migriere ich auch solche Environments. Genau. Gut, kommen wir zum eigentlichen Hauptteil und zwar dem, was ich heute mit Ihnen machen will. Und zwar habe ich mit Ihnen heute ein kleines Projekt vor und zwar werde ich das gemeinsam mit Ihnen machen. Also ich werde Ihnen werde das vorzeigen, was wir heute machen. Und zwar, Sie sehen auf der Folie jetzt einmal die Bestandteile der Power Plattform und in Rot eingerahmt sind die Bestandteile, mit denen wir heute arbeiten werden. Ich gebe dann dazu gleich noch einen Einblick über das Szenario. Aber was wir heute machen werden, ist, ich werde ein Power App erstellen. Ja, und in diesem Power App benutze ich die Komponenten des AI-Builders und des Common Data Services. Das heißt, ja, ich werde eine App gemeinsam machen mit Ihnen. Also wir zeigen, wie das funktioniert. Und wir werden die einzelnen Bestandteile dieser Plattform noch verwenden. Ja, was ist das, oder was sind die einzelnen Schritte? Oder vielleicht gehe ich einmal zuerst darauf ein, was ich mit Ihnen vorhabe. Und zwar kommt dieser Use Case, kommt eigentlich aus ein bisschen einer Not, ja. Und zwar, fahre ich sehr, sehr viel mit Carsharing. Ja, also ich habe kein eigenes Auto, sondern ich fahre zu allen Kundenterminen und alle sonstigen Fahrten mache ich mit einer Carsharing-Plattform, die nennt sich ShareNow. Und ja, dann häufen sich die Rechnungen, die ich so in meinem Postfach bekomme. Und da kann schon mal vorkommen, dass ich in einer Woche über 20 Rechnungen von dieser einen Firma bekomme. Jetzt ist das Problem, dass ich das ja über mein Unternehmen einreichen muss, ja, damit ich die Kostenrückerstattung bekomme. Ja, und das kann natürlich etwas aufwendig werden, wenn man das nicht gleich macht, ja, und dann irgendwie Rechnungen von vor 2 Wochen vielleicht noch eintragen muss ins System. Und aus dieser Not heraus oder aus diesem Mehraufwand, den ich eigentlich jede Woche hatte, kam ein Use Case heraus. Und zwar habe ich mir gedacht, ja, jetzt hat doch Power Apps und so und diese Power Plattform hatte eigentlich die Möglichkeit, dass sich diese Rechnungen automatisiert oder auch mit einem App erfassen kann und irgendwo ablegen kann. Ja, und der AI-Builder, ja, mit dem das ganze Konstrukt arbeitet, der hat die Möglichkeit, dass ich aus einem Formular, ja, aus einer Rechnung direkt Positionen herauslesen kann. Ja, also ich will jetzt nicht mehr jede einzelne Rechnung ansehen, mir rausschreiben, was ist da der Bestandteil, was ist der Gesamtbetrag, was ist das Datum, was ist die Rechnungsnummer, sondern ich will das automatisiert ausgelesen haben. Und dann will ich diesen ausgelesenen Part dieser Rechnung auch noch irgendwo hinschreiben. Ja, ich will das nicht alles manuell machen, ja, 20 Rechnungen, ja, das dauert schon ein bisschen, wenn man das manuell macht.
Zwar, ich will diesen ganzen Prozess komplett automatisiert haben, ich will damit nichts zu tun haben mehr. Und wie sowas funktionieren kann, sehen wir uns heute an. Wie macht man so eine App? Ganz grundsätzlich, und wie habe ich das mit Ihnen heute vor? Und zwar gibt es da drei Schritte, drei ganz essentielle. Und zwar ganz zu Beginn erstelle ich mir mal so ein AI-Model. Ja? Was brauche ich für das AI-Model? Ich brauche dazu mal fünf Rechnungen. Ja? Ich muss dem System mal Beispielrechnungen geben, damit dieses Modell lernen kann. Ja? Dann erstelle ich mir einen Container, wo die Inhalte dieser Rechnungen, also die einzelnen Buchungszeilen, hineingeschrieben werden können. Das mache ich mit dem sogenannten Common Data Service. Und dann im letzten Schritt erstelle ich so eine App, ja, mit dem ich, wenn ich eine Rechnung bekomme, beispielsweise einlesen kann und dann in diesen Container hineinschreiben kann. Was ich Ihnen in weiterer Folge noch zeigen werde, ist, wie man das Ganze in Power BI visuell darstellen kann, wenn wir noch dazu kommen, und wie man diesen Prozess unabhängig von einem App komplett automatisieren kann. Ja, das ist beispielsweise, habe ich es mittlerweile so, dass ich das App gar nicht mehr verwende. Ich will es heute einfach nur mal zeigen, weil es ein sehr schönes Beispiel ist, dass man sehr, sehr schnell eine App erstellen kann. Was ich in weiterer Folge mache oder wie es bei mir jetzt funktioniert ist, dass ich über einen Power Flow, also einen Power Automate Process, lasse ich diese Mails, die von diesem ShareNow, von diesem Carsharing-Anbieter kommen, die lasse ich von diesem Prozess, lasse ich das Mail direkt abholen. Wenn dieses Mail einen Anhang hat, wird dieses PDF, diese Rechnung direkt an das AI-Model überführt. Ja. Dann werden die einzelnen Bestandteile ausgelesen. Ich erhalte ein Approval-Mail, ja, wo ich sagen kann, okay, du hast die Bestandteile richtig erkannt, ja, weil das Modell ist nicht unbedingt hundertprozentig genau. Das lernt auch nur mit der Zeit. Wenn ich dieses Approval-Mail ausführe, erst dann wird die Buchungszeile in meinen Container hineingeschrieben. Gut. Dann beende ich mal kurz die Präsentation und will Ihnen meinen Bildschirm zeigen. Genau. Fangen wir an. Ich habe hier einen Folder, der schon mal ein paar Rechnungen beinhaltet. Und zwar, wir schauen uns mal einfach so eine Rechnung an, was da drinnen ist. Sieht man meinen Bildschirm, Katrin? Ja, man sieht ihn. Perfekt. Gut, wie sieht eine solche Rechnung aus? Zwar sieht die folgendermaßen aus. Relativ unspektakulär. Was haben wir hier für Bestandteile? Und zwar, ja, meinen Namen, Rechnungsnummer, Gesamtbetrag, Fahrzeit, wo bin ich hingefahren, etc. Ja, relativ unspektakuläre Rechnung. Die Rechnung von diesen Anbietern kommt natürlich, also häufig in derselben Struktur heraus. Also man sieht dann, ja, Rechnungsnummer, das steht immer rechts oben, das Datum steht ganz links und es gibt einen Gesamtbetrag. Ja. So, und jetzt habe ich fünf dieser Rechnungen, ja, die schauen alle sehr ähnlich aus. Und jetzt probiere ich mal, dass wir uns hier ein sogenanntes AI-Modell darauf aufsetzen, dass die einzelnen Bestandteile dieser Rechnung greifen kann. Wie mache ich das und wo muss ich dazu hingehen? Und zwar, um ein solches Modell zu erstellen, muss ich ja mal auf die Power Apps Seite gehen. Ja. Unter make.powerbi.com, sehen Sie links oben in der URL, kommen Sie auf dieses Power App Portal. Ja. Dann muss man sich noch das Environment auswählen. Ich habe hier mein eigenes Environment rechts oben ausgewählt. Ja. Man muss dann natürlich auch angemeldet sein mit seinem Office 365 Account. Falls es Fragen zur Lizenzierung etc. gibt, können wir das gerne im Nachgang klären. Ja, was kann ich hier machen? Also ich habe hier verschiedenste Dinge. Auf der linken Seite sehen wir schon, wir können hier ein sogenanntes AI-Bildermodell erstellen. Also ich kann eben sagen, okay, ich kann ein AI-Modell erstellen, also bilden. Klicken wir mal drauf und schauen, was wir da für Möglichkeiten haben. Und zwar, wir sehen schon, wir haben jetzt out of the box, haben wir vier verschiedene Dinge, die wir auswählen können. Ja, zum einen Form Processing, Object Detection, ja, damit kann man beispielsweise Objekte erkennen lassen und die zählen lassen. Wir können ein Prediction-Modell erstellen oder
Text Classification Modelle erstellen, wo man dann beispielsweise mit Sentiment-Analyse irgendwelche Texte automatisiert erkennen lässt. Was wir heute machen, ist das Thema Form Processing. Also Form, das ist jetzt meine Rechnung, ja, und die will ich quasi processed haben und ich will die einzelnen Bestandteile dieser Rechnung ausgelesen haben. So, Form Processing starten wir mal. Ja, wir klicken da drauf und müssen dem Ganzen mal einen Namen geben. Power BI Days nenne ich das einfach mal. So, und wir sehen schon die Requirements, die man dafür braucht, um so ein Modell zu erstellen. Und hier steht, you will need 5+ documents with the same layout. Das heißt, ich brauche jetzt 5 Rechnungen in demselben oder mehr oder weniger demselben Layout, damit das Modell die einzelnen Bestandteile wirklich erkennen kann und schauen kann, was es hier für Werte und Zusammenhänge gibt. Ich klicke hier einfach mal auf Erstellen und dann schauen wir uns an, wie das funktioniert. So, ja, ich muss diesem Modell jetzt einmal Dokumente hinzufügen. Ja, okay. Dann kann ich mal auswählen, okay, will ich diese Dokumente von einem Blob Storage, vom SharePoint hinzufügen oder will ich die einfach von einem Local Storage hinaufladen? In meinem Fall habe ich die auf meinem Local Storage liegen. Und zwar liegen sie in dem Power BI Days Folder und ich habe diese 5 Rechnungen hier. Ja. Öffne die, dann werden die hinaufgeladen. Wir sehen schon, die haben alle relativ ähnliche Size, aber sind ja, dennoch alle unterschiedlich. Ja, dann laden wir die einfach mal hinauf und sehen uns an, wie das in weiterer Folge aussehen kann. So, wir schließen das Ganze. Die Dateien sind hochgeladen. Man kann das natürlich auch noch erweitern. Also desto mehr Rechnungen Sie haben, desto besser, umso genauer wird das Modell. Ich kann das Modell auch nachträglich noch lernen lassen. Also ich kann auch noch mittlerweile nachträglich Dateien hinzufügen, dass das Modell ständig lernt und die einzelnen Bestandteile der Rechnung noch genauer analysieren und auslesen kann. Gut, klicke einfach mal auf Analysieren und schau mir, was mir Power BI daraus, Power Apps daraus macht. Jetzt muss das natürlich abgeglichen werden, die einzelnen Rechnungen, ja, wo sind welche Elemente zu finden, mit welcher Genauigkeit findet man diese Elemente. Das wird alles in diesem Prozess jetzt gemacht, der eigentlich relativ kurz dauern sollte, sollte aber gleich durch sein. So. Wir sehen schon, okay, er hat hier ja, null Field selected, okay. Und jetzt kann ich mir ansehen. Gut, wir haben also eine Rechnung und er hat jetzt hier, man sieht das hier leicht umrandet, ja, einzelne Positionen mehr oder weniger permanent erkannt. Kunde Christoph Schenter, aha, das brauche ich nicht, ja, das weiß ich sowieso, dass das von mir ist. Aber hier haben wir zum Beispiel rechts oben haben wir zum Beispiel die Rechnungsnummer. Rechnungsnummer ist interessant, ja. Und wenn ich die selekte, wird die grün umrandet und sage, okay, dieses Feld der Rechnungsnummer, das will ich permanent mitnehmen. Ja, was will ich noch? Ich will beispielsweise das Datum, das Rechnungsdatum, oder ich nehme das Datum von hier. Das ist genau, wann die Fahrt war, ja. Die Fahrt und das Rechnungsdatum könnte beispielsweise unterschiedlich sein. Ich nehme jetzt einfach das von der Fahrt. Ja, und dann will ich auf jeden Fall noch diese Zwischensumme haben, das ist natürlich jetzt eine fälschliche Zahl, ja, weil eigentlich der Gesamtbetrag hier unten genommen wird, aber die Zwischensumme ist immer ident zu dem Gesamtbetrag und deswegen nehme ich diesen Betrag, diese Zwischensumme hin. Ja, das wären so mal die drei Bestandteile, mit denen ich heute arbeiten will. Mehr brauchen wir nicht, wir könnten uns natürlich noch Startziele etc., also das könnte man sich, die ganzen einzelnen Positionen könnte man sich auch noch rausholen, man könnte sich die Fahrzeit herausholen, wäre vielleicht auch nicht uninteressant, wenn man sich dann diese Minuten herausholt, um retrospektiv eine Analyse zu machen, wie viel man gefahren ist, beziehungsweise wie viel Kilometer man gefahren ist, ja, das wird jetzt ein bisschen unschön erkannt hier, aber ja. Gut, speichern wir das Ganze mal, beziehungsweise schließen das Ganze ab. Ich habe jetzt also mal die Felder selektiert, die ich haben will. Ja. Hier sind nochmal die Felder aufgelistet. Also ich will jetzt die Rechnungsnummer erkannt haben, das Datum und die Zwischensumme. Gut, dann trainiere ich das Modell. Ja. Das dauert jetzt wieder ein bisschen, bis wir das alles übernommen haben. Genau, Training complete. Das waren jetzt nur 5 Rechnungen. Diese Bestandteile hat er jetzt mal erkannt.
Okay. So. So, jetzt haben wir mal grundsätzlich ein Modell, das uns aus einem Formular Elemente auslesen kann. Und zwar die Elemente Rechnungsnummer, Datum und Zwischensumme. Jetzt publish ich noch das Ganze, damit ich das in anderen, also in anderen Services verwenden kann. Und wir sehen schon hier auf der rechten Seite, sehen wir schon, wo wir dieses Modell verwenden können. Zum einen können wir das in Power Automate verwenden, um das wirklich in einen Business Process einzubinden, oder wir können es in eine Power App einbinden. So, bevor ich das aber mache, will ich jetzt noch, wenn ich da kurz noch auf meine Präsentation zurückgehe, brauche ich ja jetzt noch irgendwie einen Container, irgendeine Tabelle, wo ich diese ganzen Informationen laufend hineinspeichern will. Ja, und dieser Container, das will ich ja nicht irgendwie in einem Excel auf meinem lokalen Maschine haben, sondern ich will das auch in der Cloud haben. Ja. Und Common Data Services bietet eine ganz gute Möglichkeit, damit ich das quasi device-unabhängig irgendwo speichern kann und in der Cloud habe und immer zugreifbar habe. So. Wie erstelle ich jetzt eine solche Entität? Und zwar, man bleibt hier in diesem Power App-Bereich, ja, und was wir hier machen können, ist unter dem Reiter Daten, ja, gibt es die sogenannten Entitäten. Und die Entitäten sind eigentlich nichts anderes als Tabellen, ja, und in diese Tabellen, da kann ich einzelne Spalten anlegen, die kann ich natürlich mit Datentypen hinterlegen, die kann ich einen Namen geben, etc., ja. Und in diesen Entitäten, also zu diesen Entitäten füge ich jetzt einfach mal eine Tabelle hinzu und sage hier, okay, ich will eine neue Entität anlegen. Ja, wie soll die Entität heißen? Das sind jetzt unsere Power BI Days. So soll die Tabelle heißen. Genauso auch der Display-Name. Genau. Die erstelle ich einfach mal. Dann passiert einmal nicht viel, außer dass ich in diese Tabelle hineinspringe. Da gibt es natürlich schon mal ein Primary Field, weil jeder solche Tabelle braucht es. Da gebe ich das Required einfach mal weg. So, da werden automatisch werden hier schon mal ein paar weitere Spalten angelegt, wie zum Beispiel Modified by, ja, oder Created by oder wer ist der Owner von dieser Tabelle, etc. pp. Also diese ganzen Spalten sind jetzt automatisch angelegt worden, weil man sich denkt, okay, was auch immer du in diesem Common Data Service machen willst, bräuchtest du diese Spalten einfach. Ja, weil Nachvollziehbarkeit, gerade auch Versionsnummer, sehr, sehr praktisch, wenn sich was geändert hat, etc. Ja. Wir brauchen jetzt aber Spalten für unsere einzelnen Einträge. Also wir haben in unserem Modell, erkennen wir eine Rechnungsnummer, ein Datum und einen Betrag. Ja. Die lege ich jetzt einfach mal als weitere Spalten in dieser Entität an. Klicke einfach auf Add Fields links oben und sage, okay, jetzt wollen wir einen Betrag haben. Ja. Ich mache bewusst ein Textfeld. Ja, das ist natürlich nicht Best Practice, aber wenn ich jetzt hier einschränken würde, ja, numerisch, ja, oder einen anderen Data Type, dann könnte es unter Umständen so kommen, dass er das nicht abspeichern kann, wenn er es falsch erkennt. Ja. Um solche Fehler vorzubeugen, mache ich einfach Text, ja, und in weiterer Folge, beziehungsweise danach, wenn ich das Ganze auswerte, danach überführe ich das in einen ordentlichen Data Type. Ja, Betrag erstelle ich einfach und ist erstellt worden. Das sieht man jetzt hier schon am Typ. Ja. Dieser Typ dieser einzelnen Spalte ist jetzt ein Custom. Ja. Alle anderen sind bis auf dieses Primary Field sind Standard. So, nächstes war das Datum. Auch das Datum lasse ich mal als Text. Wie gesagt, nicht Best Practice, aber für heute reicht's. Betrag, Datum und dann hatten wir noch die sogenannte Rechnungsnummer. Genau, Rechnungsnummer hatten wir hier noch und die erstelle ich auch noch mal als Rechnungsnummer. Genau. So, das sieht ja schon mal nicht so schlecht aus. Also ich habe jetzt meinen Container erstellt. Mein Container ist erstellt. Ich habe jetzt meine Tabelle, wo ich das hineinspeichern kann. Ja, was können wir jetzt machen? Jetzt gehen wir wirklich
zeige ich nochmal die PowerPoint her. Was haben wir gemacht? Wir haben das Modell gemacht, wo wir das mehr oder weniger erkennen können oder wo wir die einzelnen Bestandteile der Rechnung herausholen können. Wir haben einen Container gemacht und das können wir uns wirklich dem App widmen, wie wir das mehr oder weniger in die Entitäten hineinschreiben lassen können. Gut, dazu bleibe ich wieder im Power Apps Bereich. Ja, also die Entität müssen wir natürlich noch speichern. Sonst können wir nicht mit ihr arbeiten. So, Entität gespeichert. Und jetzt beginne ich mir ein App zu bauen. Und zwar gehe ich auf Create oder wir fangen anders an. Ich gehe ins Modell hinein und kann jetzt auf dem Modell sagen, auf diesem AI-Modell sage ich jetzt, ich will dieses Modell verwenden und zwar will ich das Modell verwenden in einer neuen App. Ganz einfach, ich springe da hinein, eröffnet Power Apps, ja, und startet direkt mit einem neuen App. Und er wird auch hier gleich ein Element hinein generieren und zwar ein sogenanntes Form Processor Element. Ja, und diesem Form Processor Element, ja, da steht jetzt nur Analyze. Wenn ich es einmal ausführe, dann klicke ich auf Analyze, ja, und dann fragt er mich schon, okay, was soll ich denn analysieren? Ja, und wenn Sie das App publishen und am Smartphone verwenden und Sie klicken dann hier auf Analyze, ja, dann fragt er Sie, okay, willst du das von der Kamera verwenden oder willst du die Kamera verwenden? Willst du ein Foto aus der Bibliothek zuführen oder willst du eine andere Datei zuführen? Ja, also gerade auch mobil funktioniert das wirklich hervorragend, ja. Ja, wenn ich jetzt hier, ich starte das nochmal oder ich führe das App gleich mal aus, sage analysieren und sage, okay, ich habe jetzt hier mein Testfile, führe das zu, dann analysiert er das. Ja, passt. Passiert nicht viel. Er sagt nicht mu, nicht mehr, ist nicht passiert. Ja. So, jetzt müssen wir uns natürlich drumherum noch ein bisschen etwas bauen, damit wir das auch in weiterer Folge in unseren Container hineinspeichern, was er da erkennt. Und zwar, ich mache das noch ein bisschen hübsch, damit man das App auch gerne ansehen will. Power Apps, bin mir nicht sicher, wie sehr das bei den ganzen Zuhörern bekannt ist. Ja, ich kann hier ein ganz normales App machen, ich kann hier Elemente einfügen, wie zum Beispiel ein Bild. Dann füge ich einfach einmal ein Logo ein. Genau, dann kann ich hier noch einen Text einfügen. Das ist unser Invoice-AI-Modell. Kann ich natürlich noch eine andere Schriftfarbe machen. Genau. Invoice-AI, dann habe ich hier mein Analyse-Element. So. Jetzt muss ich mal schauen, dass ich irgendwie Elemente hinbekomme, beziehungsweise irgendwelche Inputs hier gestalte, damit ich sehe, was dieses Modell hier erkennt. Und zwar füge ich hierzu sogenannte Labels ein. Ja, und auf diesem Label haben wir jetzt zum Beispiel das Datum, Steuerung C, Steuerung V, dann kopiere ich mir das, dann habe ich den Betrag und dann mache ich mir noch eins für Rechnungsnummer. So, diese drei Bestandteile haben wir, ja. So, und dann gebe ich jetzt diesem Element, was soll das für einen Text beinhalten, ja? Und hier im Power, ich mache das einfach neu. Hier kann ich jetzt eintragen, okay, ich will ja jetzt keinen Text hineingeschrieben haben, sondern er soll mir den Text anzeigen, der von diesem Form Processing Tool, also von meinem AI-Modell herauskommt. Ja. Und zwar muss ich das hier oben hineinschreiben. Und zwar referenziere ich auf diesem Element, auf den Form Processor. Der soll mir anzeigen, Content, Form Content. Dann soll er mal ein Feld anzeigen und dann soll er mir das Datum anzeigen. So. Und wir sehen schon, er zeigt mir schon den 15.03.20 an. Also das ist ja mal hervorragend. Das mache ich genauso für den Betrag auch nochmal. Kopiere das einfach, füge hier hinten dazu noch die Zwischensumme 3,20. Das ist einmal
der Betrag und dann füge ich noch zu guter Letzt die Rechnungsnummer an. Rechnungsnummer, genau. Also wir sehen schon, er hat die richtigen Bestandteile jetzt mal erkannt. Können wir das vielleicht noch ein bisschen andersfarbig machen, damit man sieht, dass das hier erkannt wird. Ja, schauen wir mal, wenn ich eine andere Rechnung jetzt hier hineinnehme, ob er dann andere Werte erkennt. Ich teste das App jetzt gleich nochmal, gebe eine andere Rechnung hinein und wir sehen, jetzt ist auf einmal der 19.03.20 mit 11,52 € und einer anderen Rechnungsnummer. So. Der erste Schritt schon mal getan. Also wir haben jetzt schon mal erkannt, dass er hier, dass das Modell funktioniert. Also er kann offensichtlich die richtigen Elemente auslesen. So, und jetzt wollen wir das Ganze noch in unseren Container, in unser Common Data Model überführen. Wie macht man das? Und zwar, ich mache hier auf der linken Seite, mache ich einfach einen neuen Screen. Ja. Dann kopiere ich mir meine schönen visuellen Elemente, kopiere ich mir hier hinüber, damit das schön stimmig ist, wenn man hier hinüberspringt. Dann könnten wir zu Navigationszwecken füge ich hier noch einen Button beispielsweise ein und sage hier, okay, check. Und dieser Button soll eine gewisse Funktion haben, und zwar, ich will dann zu navigieren auf unseren zweiten Screen. Wenn ich jetzt mal teste, dass der Button funktioniert, check, ja. Springe auf den zweiten Schirm, funktioniert gut. Dann bin ich am Screen 2. So, und hier passiert jetzt eigentlich der Trick, wie man jetzt diese bestehenden Einträge, die ich von diesem Form-Processor bekommen habe, also von meinem AI-Modell habe, dass ich die in dieses Common Data Service, in diese Entität hineinschreibe. Und zwar, ich sehe auf der linken Seite meine mir zur Verfügung stehenden Datenquellen. Ja, also Data Sources, ja. Und hier sehe ich schon, hier sind alle Entitäten aus dem Common Data Service. Ja. Sie können sich da auch neue Entitäten hinzufügen oder neue Quellen hinzufügen, zum Beispiel einen SQL-Server. Also ich könnte hier eine Tabelle von einem SQL-Server anbieten und könnte die auf den SQL-Server schreiben. Ich könnte in SharePoint-Listen hineinschreiben, ich kann auf Excel hineinschreiben. Ja. Also die Möglichkeiten sind hier wirklich mannigfaltig. Ja. Alles, was so im Microsoft-Umfeld existiert, kann man eigentlich ansprechen. Ja. In unserem Fall, ich habe meine Entität erstellt. Wie haben wir die? Habe ich die noch offen? Dann habe ich nicht mehr. Ich habe sie aber Power BI Days genannt. Und wenn ich die durchsuche, sehe ich schon hier, aha, hier habe ich ja meine Entität, die ich vorher erstellt habe. So, jetzt hole ich mir diese Entität, bin ich mit meinem Power App an. Und die kann ich jetzt ansprechen, beziehungsweise die kann ich jetzt mehr oder weniger mit Hilfe eines Formulars kann ich diese Tabelle ansprechen. Und zwar jetzt erstelle ich ein Formular, das direkt mit dieser Tabelle verbunden ist. Dazu hole ich mir dieses Formular hinein, sage, okay, das soll mit dieser Power BI Days Entität verbunden sein. So, und dann sagt er mir schon, okay, da hat er schon mal gefunden, die Power BI Days, diese Primary Key Spalte. Create On, das brauchen wir nicht, das löschen wir, sondern wir wollen da jetzt die Elemente drin haben, den Betrag, das Datum und die Rechnungsnummer. Das sind genau diese drei Elemente, die unser AI-Modell ausliest und die wollen wir jetzt hineinholen. So. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Muss noch sagen, dass es ein neues Modell sein soll. Dann müssen wir da noch Kleinigkeiten einstellen. So. Gut. Jetzt müssen wir noch sagen, okay, dieses Formular kann ich jetzt auch submitten. Ja? Also ich kann jedes Formular, das ich habe, kann ich auch submitten. Also ich kann die Eingabe, die in diesem Formular drinnen ist, kann ich mehr oder weniger abschicken, ja, und dann in das Common Data Set hineinschreiben lassen. Ja, dazu brauche ich aber die richtigen Einträge.
Ja, und ich habe das vorher schon gemacht in diesem, im anderen Screen, wo ich mir diese Elemente anzeigen lasse. Ja? Und man sieht das auf den einzelnen Elemente, funktioniert das mit diesem, mit dieser Funktion Formprozessor, also mit diesem Verweis auf das Element oder auf das Feld, das aus dem Formprozessor ausgelesen wird. Das kopiere ich mir einfach mal und sage jetzt, okay, den Betrag, woher bekommt er den Betrag? Ja? Und zwar, das muss man immer anlocken. Der Value ist das Element aus unserem Formprozessor. Nein, das war nicht die Rechnungsnummer, sondern wir brauchen dann natürlich die Zwischensumme. So, beim Datum soll genau dasselbe sein. Das Feld muss ich wieder entsperren. Das ist jetzt das Richtige. Und hier setze ich jetzt die Rechnungsnummer. Genau, das hat er schon mal super erkannt. So, und jetzt müssen wir noch irgendwie sagen, okay, die Elemente, die du erkennst, das will ich jetzt abschicken, ja, und dem Modell hinzufügen, beziehungsweise in die Entität hineinspeichern. So, mache ich das wieder über den Button. Der Button soll heißen Submit. Und dieser Button braucht ja das natürlich auch eine Funktion, ja. Und wir sehen hier in dieser Funktionsleiste, ja, was soll passieren on select? On select soll passieren, die Funktion Submit Form. Ja, und Form 1, das ist das Form, das ich gerade erstellt habe. Genau das soll er submitten. Ja, also wir sehen hier auf der linken Seite alle Elemente oder alle Bestandteile, dieses Screens, und das ist unsere Form 1. Und wenn ich jetzt hier auf Submit klicken würde, dann sollte er dieses Formular submitten. Ich mache noch eine weitere Funktion, dass ich sage, okay, wenn ich das submitted habe, dann will ich ja gleich wieder wegspringen von diesem Screen und dann soll er auf den Screen 1 zurückspringen, eben mit dieser Navigate-Funktion. Gut, ich versuche das mal, klicke einfach mal drauf und ich springe zurück auf den Schirm und offensichtlich, zumindest jetzt kein Fehler gekommen, hat er diesen Eintrag gemacht. Schaut mal schlecht aus. Jetzt speichere ich das einfach mal. Power BI Days. Ja, dann kann man jetzt noch einen schönen Hintergrund geben, etc. Ich speichere das Ganze. Genau, und dann schauen wir uns gleich mal an, ob das funktioniert. Gut, das Ganze ist mal gespeichert. Ja, jetzt kann ich das einfach mal ausführen. Da schauen wir uns mal an. Ich analysiere mal wieder eine neue Rechnung. Nehme jetzt mein Testfeld her. Er liest die einzelnen Werte aus. 15.3. Rechnungsnummer Betrag. Dann checke ich das Ganze und dann submite ich das. So, auch kein Fehler gekommen. Das ist einmal nicht so schlecht. Was jetzt eigentlich passiert sein sollte, ist, dass wir einen, oder mehr oder weniger, jetzt haben wir zwei Einträge in unserer Entität drinnen. Schauen wir uns mal an, ob das auch wirklich so passiert ist. Und zwar gehe ich auf, wieder ins Power App, ins Menü hinein, schaue mir meine Entitäten an. Und dann schaue ich mal in meine Liste hinein, in meine Power BI Days. Ist das die richtige? So, und jetzt kann ich hier hineinschauen. Ja, da habe ich noch keine. Da, ich glaube, das ist auch die falsche Entität. Refresh machen. So, ich noch nicht hier. Da ist sie. So, ein Power BI Days. Das ist meine Entität, die ich angelegt habe mit Betrag etc. Wenn ich jetzt hier auf Data gehe, sehe ich, aha, hier habe ich zwei Einträge drinnen. Einmal einen Eintrag um 8:38 Uhr, ja, das ist natürlich nicht die richtige Zeit, aber schauen wir mal hinein. Ich kann das Ganze
Edit Records kann ich mir die einzelnen Einträge ansehen. Und schau mal hinein, was da hineingeschrieben wurde. Ja, das sagt man mal nicht viel. Das schauen wir uns in einer anderen Form an. Und zwar, wir schauen uns die Daten in Excel an. Und zwar werden wir mit Excel an diese Entität angebunden und können die Bearbeitung jetzt aktivieren. Und dann können wir das Ganze refreshen. Man muss sich hier natürlich auch immer anmelden, weil sie sich hier mit einem Online Container verbinden. Man sieht hier auf der rechten Seite, bin ja angemeldet, dieser Daten-Connector wird jetzt mehr oder weniger refreshed und in Kürze müsste ich meine zwei Einträge bekommen und siehe da, ich habe meine Einträge und zwar, wer hat das erstellt mit dem Betrag und mit meiner Rechnungsnummer. Also sehen, das App funktioniert. Das App kann jetzt in diese Entität hineinschreiben und ja, kann mir so meine Arbeit massiv erleichtern. Ja, was kann ich mit der Entität weitermachen? Ich kann diese Entität natürlich in weiterer Folge auch in Power BI verwenden. Also ich kann jetzt diese Entität anbinden. Ja, da gibt es einen eigenen Connector im Power BI Desktop, dass ich diese Entität jetzt visualisieren kann. Ja, also Sie können sich die einzelnen Entitäten wirklich sehr, sehr schön auch analysieren natürlich. Hat den Vorteil, dass die permanent online sind. Ja, da müssen Sie nicht einen SQL-Server hochgefahren haben etc., sondern diese Entitäten sind permanent online. Ja, schauen wir noch mal kurz das App an. Ja, wie kann ich jetzt das App weiter verwenden? Sie können es teilen, Sie können es mit Ihren Kollegen teilen, ja, etc. Sie können das natürlich dann mit Ihrem Smartphone verbinden, beziehungsweise das App mit Ihrem Smartphone aufrufen. Das funktioniert sehr, sehr gut. Ist natürlich auch, Sie sehen, hat das natürlich schon einen gewissen App-Charakter. Also man sieht schon mal die Eingrenzungen, ja. Das ist natürlich für Mobile Devices ausgelegt. Sie können Apps natürlich aber auch eben fürs Tablet erstellen, also gibt es auch die breiten Formate etc. Also das ist alles möglich. Gut, kurzer Ausblick noch, was man mit diesem AI-Modell noch machen kann. Und zwar dieses AI-Modell, ich mache das gerade noch auf, kann ich das AI-Modell auch in einem Power Automate verwenden, ja? Dann müsste ich diese Rechnung nicht immer über dieses Power App verwenden, sondern könnte einen Prozess machen, der mir das Mail hernimmt, ja, von dem diese Rechnung kommt, könnte den Anhang dieser Mail direkt im AI-Modell zuführen lassen und diesen Prozess der Speicherung in der Entität komplett automatisieren. Ja, ich zeige das vielleicht noch kurz her, wie das aussieht. Gehe in das Power Automate hinein. Power Automate, furchtbar starkes Tool. Bin ein sehr, sehr großer Freund davon. Jetzt meine Flows. Und wie gesagt, bei mir läuft es wirklich so, wenn ein Mail kommt von einem Anbieter, wenn das Mail einen Anhang hat, dann führe, das ist mehr oder weniger Trigger, und dann führe den Flow aus, nimm dieses Attachment und führe es mehr oder weniger der Entität zu. So sieht das Ganze dann aus. Nein, das ist es nicht, tut mir leid. In dem falschen Environment. Ah, Moment, muss ich in die Solutions hinein. Wichtig, falls Sie mal solche AI-Models verwenden, die können Sie nicht normal in diesen normalen Flow verwenden, sondern man muss da wirklich eine komplette Solution bauen. In den Solutions kann man diese AI-Models mehr oder weniger importieren. Ja, und nur dort können AI-Models mit Flows verwendet werden.
Genau, da ist der AI-Model, das ist ein Flow und so sieht das Ganze dann aus. Schauen wir uns die schöne Variante an, beziehungsweise die visuelle Variante, damit Sie noch eine Idee bekommen, wie sowas aufgebaut sein muss. Also das mit einem Flow zu machen ist nicht so, ist nicht unbedingt trivial, weil Sie hier ein JSON aufbauen müssen, das strukturieren müssen, damit Sie die einzelnen Bereiche auslesen können. Also ist nicht so einfach, ist aber eine massive Zeitersparnis, wenn man so etwas ordentlich aufsetzt. Ja, jetzt hoffe ich, dass das lädt. Genau. Und zwar, Trigger ist, wenn ein E-Mail kommt, ja, wenn das E-Mail kommt in meine Inbox, dann von einem gewissen Absender, wenn es ein Attachment hat, ja, das ist einmal der Trigger, dann müssen wir ein paar Variablen, so wie Kundennummer, das, was wir vorher gemacht haben auf der Entität, Kundennummer, Rechnungsnummer, Datum und Betrag. Und dann kommt hier ein Loop hinein, der noch ein bisschen was anderes macht, ja, und zwar, der nimmt das Attachment von diesem Mail heraus, führt es diesem AI-Modell zu, dann wird noch einmal dieses JSON-File wirklich, also die Variablen werden befüllt. Dann kommt ein Approval-Prozess, wo ich dann ein Mail bekomme, hey, du hast ein Mail von der Firma bekommen mit einer Rechnung, ich habe diese und diese Bestandteile ausgelesen, stimmt das oder stimmt das nicht, ja? Da kann ich dann ein schönes Mail verfassen, ja, das an mich gesendet wird mit den einzelnen Elementen, die das AI-Modell ausgelesen hat. Ja, und dann kommt eine Condition dran, weil das ist eine Approval-Mail. Da kann ich einfach auf Ja oder auf Nein klicken. Wenn ich Ja klicke, dann soll ein neuer Eintrag in meiner Entität erstellt werden. Dann bekomme ich weiters noch ein Mail. Ja, ich habe successfully also ich habe einen Eintrag in der Entität angelegt. Ja, und automatisch lege ich das File noch einmal irgendwo am OneDrive ab. Ja, wenn das nicht richtig erkannt wurde, dann bekomme ich ein E-Mail mit dem Attachment, ja, und dann sage ich, okay, bitte erfasst doch diese Rechnung manuell nochmal. Ja, das ist so die Aufgabe. Ja. Gut, jetzt bin ich eh schon ein bisschen über der Zeit. Ist, glaube ich, relativ intensiv. Es sind relativ viele Bestandteile. Ich hoffe, ich konnte Ihnen trotzdem einen ganz guten Eindruck geben, was mit der Power Plattform, was mit Power AI, also mit diesem AI Builder, mit Common Data Service und mit Power Apps alles möglich ist. Ja. Kurze Preview habe ich gegeben, wie das mit Power Automate ist. Also wie gesagt, Sie können diese Bestandteile in der Power Plattform, das hängt super, super schön zusammen. Also Sie können das wirklich alles verwenden und das harmoniert alles sehr schön miteinander. Ja, freue mich auf Ihre Fragen. Ich bin jetzt natürlich noch ein bisschen hier. Falls es Fragen gibt, ja, ich zeige noch mal kurz meine Slides. Sie können mich sehr, sehr gerne auf LinkedIn adden oder mich natürlich auch mal anschreiben unter christophschenter@pmo.com. Ich glaube, die Einladung zu den Power BI Days beinhaltet auch meine Kontaktdaten. Ja, können mich gerne jederzeit fragen, wie sowas aufzubauen ist, wenn Sie da genaue Fragen haben. Ansonsten darf ich mich ganz, ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Hoffe, ich konnte Ihnen einen guten Eindruck geben und wünsche Ihnen noch einen schönen Start in die Woche. Dankeschön. Vielen Dank, Christoph, für die Ausführung. Und du bist just in time, 45 Minuten hattest du Zeit und du hast sie auch genutzt. Ich Okay. würde sagen, wir machen jetzt kurz 10 Minuten Pause und starten dann mit der nächsten Session mit Arthur. Value of Power BI, Power in BI Resources, Planning of Small Businesses. Ja, ich freue mich und hoffe, ihr seid in 10 Minuten alle wieder dabei. Gerne sonst nochmal registrieren auf powerbidays.com, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Genau. Und wir hören uns dann gleich. Bis dann. Bis gleich.